Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play War Thunder Tanks oder War Thunder Ground Force, wie man es nennen will. Wir zocken heute den T-35-85 und den T-45, die beiden Mediums, und ich hoffe, wir werden eine gute Runde haben. Und ich schaue mir kurz mal die Bewertung an. Was ist Bewertung? Die Daten. Wenig Panzerung, wie man es von einem Medium kennt, so und nicht anders. T-45 da etwas mehr, sogar deutlich mehr. Oh ja, sogar ordentlich. Eine Wandpanzerung, du weißt, fast das Doppelte, oder? Ja, ist sogar das Doppelte. Ja, bin ich gespannt. T-45 hat mir ja schon mal, der hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Da bin ich auf jeden Fall sehr begeistert von. Und T-34-85 sieht einfach geil aus, von daher ist der schon mal gebongt. Und mal schauen, was wir so alles schaffen können oder nicht schaffen können. Was ich noch sagen wollte mit der Accuracy? Accurate, oder? Sag es doch. Genauigkeit. Ich weiß es nicht genau. Das wurde von War Thunder wohl gebalanced. Ich sag das mal so, weil ich das nicht ganz so gebalanced finde. Und weil man halt nichts mehr trifft teilweise. Deswegen habe ich so wenig getroffen. Es ist, weil das verändert wurde von der Genauigkeit her. Und daher, ja. Wurde unter das letzte Video geschrieben, ich könnte hier die Position, wo ich starte, wählen. Ich sehe da jetzt nichts, was ich da auswählen könnte. User Skin habe ich nichts. Ah, okay. Aber was ist jetzt Punkt 1 und was ist Punkt 2? Ja, machen wir mal 1. Ich denke, das ist oben. Ist war unten. Supi. Ja, wir fahren, glaube ich, mal. Ammo repaired, okay. Dem Tiger hier hinterher. Da haben wir schon mal einen starken Typen vor uns, den Nordhammer. Ich glaube, schieben bringt hier nichts, der ist so schwer. Und wir sind so schnell und fix. Ups. Wand. So. Das ist ein Panther. Der nimmt an, ne, der nimmt noch nicht ein. Ich bin da immer noch nicht ganz so drin mit den Größenverhältnissen. Also der Map. Ja. Ich werde da jetzt ehrlich gesagt nicht rüber gucken, also da vorne. Ich will ja ehrlich gesagt mehr gucken, was man hier so findet. Wieder ein Wrack. Ach stimmt, das Flugzeug ist in der Mitte runtergegangen. Stimmt. Bin unschlüssig. Ist jetzt schon einer gestorben? Na, jetzt sind wir hier nur zwei. Das irritiert mich. Der eine fährt da oben irgendwie lang. Entweder ist der Tiger 2 abgehauen oder ist ich tot. Ich move jetzt hier einfach mal vor. Ich habe jetzt nichts gesehen. Der ist ja auch schon etwas weiter. Deswegen mal gucken, was wir hier so finden. Ich habe übrigens auch eine Frage bekommen, wie schaffe ich das oder wie ist das mit den Feinden sehen, das ist doch total behindert oder so. Es geht eigentlich. Also wenn man ein bisschen spielt, dann hat man so. Jetzt bei mir war das so, ich habe mehr oder weniger doch schon gut mitbekommen, wo die Gegner sind. Man hat schneller bemerkt, dass man das fällt einem schneller ins Auge, wenn sich irgendwas bewegt. Wenn die natürlich Scheiße. Nur da irgendwie rumcampen. Dann sieht man das eventuell nicht, weil die da halt die ganze Zeit stehen. Aber sobald sie halt geschossen haben oder so, dann
bemerkt man das meistens. Ja, hier scheint da nicht wirklich was zu sein. Blöd, dass ich jetzt gefarmen gegen den Stein. Das ist einfach. Ja, blöd. Aber vom Terrain haben die ja scheinbar auch was geändert. Das scheint etwas. Die Berge sind da nicht mal ganz so. Oh, ich meine, da war noch ein Berg, der mega hoch war. Der existiert da noch. Ich rücke jetzt hier, glaube ich, nochmal ein Stück vor. Oh, ja. Scheiße. Links ist eine Su. Alles Feinde, die man nicht so gerne trifft. Oder sich treffen lässt, meine ich. Shit. Das Problem ist, wenn ich hier zu weit rechts fahre, dann kann mich der IS treffen. Gehe ich mal von aus. Oh, fuck. Da ist irgendwas auf der rechten Seite. Ich sehe es an meiner Minimap. Da ist ein Gegner. Und da kommt der andere. Ja, das ist jetzt hier logisch. Und Amorek, ja. Ja, das war hier ziemlich nicht von Unterstützung von meinen feinen Kollegen. Oh, man kann hier auch öfters reinstarten, das finde ich gut. Die haben mir da recht schlecht geholfen. Ich habe da den Punkt gehalten und, naja. Die standen da hinten und ich weiß es nicht. Haben wir da nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht so wirklich was gewirkt haben. Aber ja, ich glaube, wir haben am IS ganz gut Damage gemacht. Auf jeden Fall gab es gute Punkte. Wäre jetzt blöd, wenn er den auch genommen. Das ist blöd. Ist natürlich auch sehr riskant, da vorne immer so weit vorzufahren. Das ist immer sehr riskant. Weil das halt so passieren kann. Weil das meinte ich halt, man übersieht halt manches mal. Und ja, dann kann man halt auch nichts mehr machen. So gedacht, wenn dann halt so viele auftauchen, das sieht man auch nicht immer. Ja, ich habe ihn auf der Stelle, den Gegner. Ich habe ihn angezündet. Aber was mir gerade aufgefallen ist, mit dem Panzer habe ich zweimal in Folge gebrannt. Nee, gar nicht. Nicht gebrannt, sondern Ammunition kaputt geschossen. Also wir hatten zweimal. T-34-85 wurde zweimal das Ammo-Lager zerschossen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht in jedem Battle. Da zum Beispiel sehen wir auf der Minimap, da ist einer. Ja. Da werde ich jetzt etwas vorsichtiger vorfahren. Da ist Licht da. Nee, schade. Das wäre ja der Oberburner, wenn es Tag- und Nacht-Battles gäbe. Oh ja, die haben das Terrain verändert. Aber der Gegner bewegt sich fort. Also fährt hier vor, das finde ich gar nicht so schlecht. Wenn er jetzt vorfährt. Ach, scheiße, diese Bäume. Aber gut, dass ich den Schuss nicht abbekommen habe, würde ich fast sagen. Ja, T-44! Boom, boom! Erstes so ein Panzer, glaube ich, den werde ich echt davor stellen. Macht mir irre viel Spaß. Schnell hat gar nicht so schlechte Panzer. Irgendwie zum T-35. Da hat der T-45 schon einiges mehr. Und ja, die Kanone ist halt auch ordentlich geil. Da kann man ein gutes Screenshot machen. Ja, nicht so. Sieht doch schick aus. Nein. 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 Ja, da kann man runterfahren, hoffe ich. Ich weiß noch gar nicht, es sind. Ich glaube,
TF385 und TF40 sind aber auch gleiche Stufe. Wo ist denn... Ernsthaft? Mein Gott. Da sieht man echt, dass die Inkompetenz auch hier existiert. Der Typ ist an dem vorbeigefahren. Jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man an einem vorbeifahren? Klar, es ist hier sehr gut möglich ab und zu, aber... Hä? Der war doch so offensichtlich, der hätte noch überfahren müssen mit seinem Tiger. Wie kann man den da an dieser Kante nicht entdecken? Respekt an die Sue, dass die sich getraut hat, nicht auf den zu schießen. Ja, blöd. Und dann haben wir auch wieder ein One-Hit bekommen, aber das sind die TDs. Wobei, ne, gerade waren es gar keine TDs. Egal, ja, jetzt geh du mal cappen. Mach ich nicht nochmal. Kann man hier auch hoch? Nice. Das finde ich cool. Sieht aus, sieht hier aus. Könnte man sich so einen Planet machen. So ein Planet Side 2 Planet. Oh, ich dachte, der wäre schon wieder tot. Ja, okay. Nice. Ja, sowas passiert. Ich sehe das mit Humor gerade, wenn es so aussieht. Und ist ja auch nicht eingreifend in das Spiel, mehr oder weniger, weil ich glaube kaum, dass hier jemand viel ausfightet. Deswegen. Links ist hier irgendwo einer, dass der Tiger sich so weit vortraut und dann so schräg runterschießt, halte ich für keine gute Idee, um ehrlich zu sein. Weil irgendwo da vorne ist einer. Oder war auf jeden Fall einer. Egal, ich fahre mal hier ganz rum. Gucken, was ich hier noch so finden kann, wenn ich was finde. Ich dachte, mein Kreuz wurde grün. Ja super, hier ist jetzt mal gar nichts, oder wie? Oh Mann, oh. Jetzt fahre ich hier gerade so schön runter. Naja, wir können einfach in die nächste Runde starten. Aber man trifft wieder was. Es wurde also wieder geändert, muss ich sagen. Sieht dann auch schon viel anders aus. Ja, auf ins nächste. Hoffentlich wird das etwas mehr Geschieße, mehr Action, weniger rumfahren und weniger platzen. War ja jetzt echt doch etwas blöd. Karelien! Finde ich eine ganz gute Map für die Mediums hier. Weil die doch ziemlich verwinkelt ist. Man kann sich ganz gut zurückziehen, meiner Meinung nach. Solange man jetzt keinen kompletten One-Hit bekommt, weil dann ist Zurückziehen recht schwierig. Außer die Crew steigt aus und schiebt das Wrack, aber das stelle ich mir auch schwierig vor. Schwierig, schwierig, schwer. Ups. Wir sind da unten. Oh, guck mal, da ist doch irgendwo eine Arti. Eine Flak. Nicht eine Arti. Er ist First Kill. Aber ich mag das hier eigentlich überhaupt nicht, hier zu stehen. Oder hier zu starten. Lol. Und ich sag euch gleich, oh, ich sag euch jetzt mal eben, weil die von oben da gerne auf einen schießen, weil die jetzt hier so parallel sind. Alter, was soll das denn? Ja, hier können wir nochmal die Accurate testen, die Genauigkeit. Wie viele Schüsse brauchen wir wohl, bis das Teil stirbt? Abschusshilfe, lol. 3 Schuss gemacht, einer getroffen. 900 Meter. Der ging, glaube ich, daneben. Also, rechts daneben. Einfach mal so zum Testen.
alles okay. Danke, dass du meinen Test so aktiv unterstützt. Lol. Ammo-Lager. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass der so schnell darum geht, dass ich den so schnell verpiele. Problem nur, jetzt sind wir mittendrin und ich komme hier glaube ich nicht weg, ohne wirklich zu sterben. Weil da, wo ich gerade hingezählt habe, da stehen die gerne. Aber die Stelle muss ich mir merken. Euer Fahr runter, egal. Ich brenne, löscht es, steigt aus und holt den Feuerlöscher. Die Ketten habe ich so. Ja, okay, da kann man nichts machen. Pech gehabt. Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen, erst nachdem er geschossen hat. Hätte ich mich zurückziehen können, dann. Ja, hätte ich da was machen können, nur ich konnte nicht. Daher wurde aus nichts, aber es ist halt auch eine Position, die ich ehrlich gesagt nicht wirklich vorziehe mit dem Panzer hier. Weil das halt so hin und her schießen ist und. Nee, dann nimmt sie lieber einen Heavy. Einen mit viel Panzer oder der mehr halt aushält. Bei der T-35 ist halt echt kein Panzer, der was aushält. Hat halt keine Panzerung, da hat der T-40 schon einiges mehr. Guck mal, wir passen sogar durch, wie schön. Und da sind zwei Gegner. Joa, Äste sind auch immer sehr starke Gegner. Die machen tausende Damage. Ich verziehe mich, glaube ich, mal hier in den Wald rein. Scheiße, dass die da oben sind, hätte ich nicht gedacht. Da haben sie doch an den Maps mehr geändert, als ich dachte, weil ich dachte, da kann man nicht drauf fahren. Ja, es sind Platoon-Abgesprochene, denke ich. Ich würde gerne den abschießen, weil er seitlich ist, aber dann müsste ich den Schuss von oben kassieren. Ich sowieso kassiere. Oh, Loader und Gunner down. Das hat sich echt gelohnt. Ich wollte eigentlich nicht drauf schießen, weil es rot war. Leute, dreht euch doch vielleicht mal um. Shit. Ja, da komme ich nicht so weit. Ne, da ist ein Flieger. Ach, hat er jetzt seine Artillerie rausgeholt oder was? Super. Es gibt so welche Artillerieschläge. Was? Tank will be repaired 2 Minuten? What? Okay. Ja, Tiger. Genius. Okay. Dann will ich auch, dass mehr repariert wird als eigentlich geplant. 2 Minuten. Wir reparieren jetzt doch mehr. Wäre natürlich schön, aber was ich nicht glaube. Ist natürlich sehr spannend. Müsste man sich jetzt ein kleines Minigame reinprogrammieren. So wie Tetris.
Unsere Teams sacken auch ziemlich. Ja. Drei Leute sind schon einmal erstmal überhaupt nicht angetreten und. Oder Connection aus den zwei anderen sind schon out of tanks. Weil die Gegner noch keiner, das heißt, wir haben schon drei Leute weniger. Steht halt einfach immer noch. Ja, das ist Base Rave, was die da jetzt gerade veranstalten. Ich frage mich, was gleich passiert. Ob das jetzt einfach nur mehr oder weniger ein Bug ist oder ob ich dann wirklich was mehr repaired habe. Sprich, dass dann eventuell einer im Tank gerade nichts zu tun hat, Kaffee kocht und dann hat alles repaired. Ja, beim Panther komme ich echt schlecht durch. Das kann ich schlecht treffen, aber wir kommen jetzt ja auch nicht, auch nicht zu irgendwas. Ist auch schon wieder fast zu Ende, weil wir nichts annehmen können. Ja, das ist hier ziemliche Base Ray. Die Basis hier, von hier aus kannst du nicht nirgendwo anders hinfahren. Das war jetzt blöd. Laden wir mal auf HE um. Vielleicht haben wir einen Glückstreffer oder sowas. Ja, ist jetzt echt ein bisschen blöd. Finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich unfair. Das ist ein Kollege, shit. Ja, es hat doch keinen Sinn. Ich glaube, HE ist ja genauso. Oder was heißt genauso? Extrem nutzlos. Ja, kannst du vergessen. Bringt absolut nichts, mein Turm ist beschädigt. The tank will be repaired in 2 seconds. One. Okay. Ah, okay, jetzt können wir wenigstens den Turm auch reparieren. Ja. Das ist einfach echt. Sorry, aber das ist arm. Steht direkt vor der Base. Wir ändern jetzt den Zielpunkt. Ich hoffe, das war jetzt. Uns mal zwei. Ich werde zwei ist jetzt trotzdem unten. Ach nee, gut. Das ist so wie bei der anderen Map. Zwei ist oben und eins ist unten. Ja, das ist, finde ich, extrem unfair. Auch wenn sie da nichts hinbekommen, wirklich. Also das ist zwei Kills haben wir insgesamt, aber die halten halt auf, da kommst du nicht wirklich so gut raus. Oder ich. Ist auf jeden Fall nicht geschafft. Ich hätte wäre da wahrscheinlich auch gestorben. Deswegen, ich finde das ziemlich unfair. Aber naja, muss man sehen, wie das später gehandhabt wird. Hier ist irgendwo ein Gegner. War ja auch so, dass eine Zeit lang oder in einem Patch da verschiedene Leute auch dicke Bomber nehmen konnten oder genommen haben. Genauso unfair. Fuel Tank. We hit them hard. Könnte man jetzt fast sagen. War doch noch einer, da ist einer noch. Und die Runde ist zu Ende. Ja, was soll man machen? Eine ganze Basis wurde von zwei Leuten blockiert. Oder von zwei Feinden. Da kann man eigentlich nicht so viel machen. Gerade wenn die Kollegen Herr Tiger 2 einfach gerade rüberfahren wollen und dabei sofort sterben. Wir haben echt wenig bekommen. Wir haben auch nur einen Gegner zerstört, oder? Das andere meiner. Nee, sogar zwei. Die Su und. Dafür war es echt wenig. Also 400 Punkte für 3 Kills. Oder 2 auf jeden Fall. Ich habe halt auch nicht viel mehr gemacht, keine wirklich viel Beschädigung und so.
Weil ich da versucht habe, die Base Raper wegzukriegen, aber naja, da kann man nichts gegen machen. Soweit, so gut. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Video schauen wir uns mal die Heavies an. Tschüss.